Ich bin Christian Lohner-Nittmann und arbeite bei der Logistic-Mail-Factory in Augsburg. Die Logistic-Mail-Factory ist der private Briefdienstleister für den Bereich Bayerisch-Schwaben. Wir bieten unseren Kunden Lösungen im Bereich Druck- und Kuvertierung, Briefversand und Inhouse-Poststellenmanagement. Bei der Logistic-Mail-Factory bin ich als Produktionsleiter verantwortlich für die Bereiche Briefzentrum und Druck- und Kuvertierung. Uns verbindet mit Pitney Bowes eine langjährige Partnerschaft. Zusammen mit Pitney Bowes schaffen wir es, in einem sehr dynamischen Markt seit vielen Jahren die Qualität zu generieren, die der Kunde von uns erwartet. Auf der technischen Seite durch zuverlässige Sortier- und Kuvertiersysteme, auf der anderen Seite durch Lieferanten- und kundengetriebene Innovationen und Projekte. Mit Pitney Bowes haben wir einen Partner an unserer Seite, der unsere Probleme und unsere Wünsche versteht. Unser aktuelles Projekt zusammen mit Pitney Bowes ist die Einführung einer Gangfolgesortierung. Bislang wurden die Sendungen den Zustellern unsortiert in die jeweiligen Bezirke übergeben. Zusammen mit Pitney Bowes arbeiten wir an einer innovativen Lösung, um die Sendungen in optimierter Laufreihenfolge an die Zusteller zu übergeben. Hierzu sind verschiedene Komponenten nötig. Einerseits die Softwareseite, für die wir ein Geoinformationssystem haben, und andererseits die Hardware, eine Vantage Multitier mit 288 Pockets. Wir sind froh, mit Pitney Bowes einen Partner zu haben, der alle diese Lösungen aus einem Haus bietet. Durch die Implementierung der Gangfolgesortierung konnten wir auf der einen Seite die Prozesse in der Zustellung verbessern. Die Zusteller bekommen die Sendungen nun bereits in ihrer optimalen Laufreihenfolge sortiert und sparen sich so die Sortierzeit und unnötige Wege. Andererseits mehr Produktionskapazitäten, eine erhöhte Effizienz und eine noch bessere Qualität durch das erstklassige Vantage-Sortiersystem. Wir freuen uns, dass wir zusammen mit Pitney Bowes dieses einzigartige Projekt umsetzen konnten.